Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Heute möchte ich euch meine neueste Errungenschaft, den Inky von Falcon, vorstellen. Und zwar ist es ein Gimbal-System für die GoPro Hero 9 bzw. 10. Hier die Bilder, die ihr seht, sind aus der GoPro Hero 8. Warum? Weil ich die 10er jetzt dann gleich benötigen werde, das noch ohne Gimbal. Und zwar mit dem Hypersmooth, das ist eingeschaltet auf bei der GoPro Hero 8. Die Bilder, die ich euch so nebenbei einblende, die sind schon von der GoPro Hero 10 mit einem Gimbal-System. Was das Ding so alles kann, das möchte ich euch kurz vorstellen. Vielleicht ist es interessant, es ist kein Werbevideo. Ich habe das selber gekauft, also mit meinem eigenen Geld bestellt. Werde auch das eine oder andere kritisch erwähnen. Viel Spaß mit diesem Video. Es gibt drei negative Punkte, die ich erwähnen möchte. Das eine ist die Gebrauchsanweisung auf Deutsch. Die ist in einem Deutsch geschrieben, dass es wirklich schwierig ist, die zu verstehen, also für mich zumindest. Das zweite ist das Kalibrieren der GoPro auf dem Gimbal. Wenn das nicht wirklich funktioniert, dann hört man die ganze Zeit das Vibrieren des Motors. Das ist der zweite Punkt, der mir negativ aufgefallen ist. Und der dritte, für mich wirklich gravierendste Punkt ist, dass ich meine GoPro Hero 10 auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste, weil ich einfach nicht mehr in den Videomodus gekommen bin. Also jedes Mal, wenn ich rübergewischt habe auf den Videomodus, ist das zurückgesprungen auf den Fotomodus. Auch bei ausgeschalteten Gimbal und deaktivierten App. Das hat mich schon geärgert, dann habe ich das Ganze auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und jetzt funktioniert es wieder. Aber kurz ist mir heiß geworden, ich habe schon gedacht, ich habe mit diesem App meine GoPro Hero 10 abgeschossen. War aber nicht so. Glück gehabt. Ja, was bekommt man für sein Geld? Erstens einmal, das Herzstück des Ganzen ist dieser Gimbal. Dann hat man noch so einen tollen Griff dabei, den man auch ausklappen kann, damit man das Gerät hinstellen kann. Das ist eigentlich eh schon bei allen Gimbal schon so standardmäßig mittlerweile dabei. Auch für mein Smartphone, das ich zu Hause habe, ist ein ganz nettes, kompaktes, kleines System. Erleichtert das Halten natürlich ungemein. Dann haben wir noch diese Tasche, diese flauschige Tasche dabei. Ich stecke gleich die montierte GoPro mit dem Gimbal hier in die Tasche und dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Montieren tut man das klassisch mit der GoPro. Man muss nur aufpassen, dass man die richtige Seite hat. Die richtige Seite ist die, dass das Batteriefach nach innen schaut, hier bei diesem Falcon. Hat natürlich den Nachteil, dass man beim Akkuwechsel, beim Ladevorgang das Ganze runtermontieren muss. So, dann eben der Klassiker, auch diese Halterung wird mitgeliefert. Verschraubt die GoPro. Hier seht ihr so kleine Schrauben und auch hier unten, da sind auch Imbusschlüssel mitgeliefert worden. Dann kann man das einmal so grob kalibrieren, das Ganze. Es muss nicht hundertprozentig genau in der Waagerechten sein. Den Rest kann man schon auskalibrieren, nur soll jetzt nicht so da hängen oder so. Und so mal grob einrichten. Dann kann man das Gerät eigentlich schon einschalten hier mit diesem Knopf hier. Einfach ein bisschen drauf bleiben. Und ihr seht, die GoPro ist schon quasi einsatzbereit. Steuern kann man die GoPro hier, seht ihr, wunderbar direkt mit dem Stick. Kann man nach oben, nach unten, links, rechts. Wunderbar. Ich habe hier auf ganz langsam eingeschaltet. Da gibt es auch drei Stufen, schnell, mittel und langsam. Ich stehe auf diese langsamen Bilder und
Hier seht ihr noch die verschiedenen Modi, FPV zum Beispiel, damit hier kann man mit dem Modus zwischen die einzelnen Modi herumspringen. Und FPV zum Beispiel seht ihr, die Kamera macht eigentlich alles mit, was man so macht. PV seht ihr, verfolgt. Wunderbare Bilder kann man hier machen. Was er nicht ausgleichen kann, ist, wenn ich jetzt laufen würde und ich würde jetzt so dahin laufen, das könnte jetzt dieser Gimbal nicht ausgleichen. Aber alles, was so ist zum Beispiel, oder so nach vorne, gleicht er wunderbar aus und macht auch wunderschöne Bilder, die ich euch immer so nebenbei einblende. Wenn die GoPro immer eingeschaltet ist, kann man sofort hier im Kinomodus zum Beispiel auf der Seite den Aufnahmeknopf, so hat man schon die Bilder. Auch eine interessante Geschichte, wenn man sich jetzt selber schnell einblenden will, kann man da vorne, hier wo ich meinen Zeigefinger habe, zweimal klicken und dann dreht sich die Kamera zu mir, beziehungsweise noch einmal Doppelklick und die Kamera dreht sich weiter wieder nach vorne, was ich eigentlich ursprünglich gefilmt habe. Auch eine nette Sache. Hier kann man natürlich auch Fotos machen, ganz normal Fotos oder auch den Zeitraffermodus und eben wie gesagt hier den Motor kann man auch steuern. Hier seht ihr eben das App, das man sich herunterladen kann zu diesem Gimbal. Kann auch einiges, muss man zuerst einmal aktualisieren. Ist Bluetooth, mit Bluetooth eben verbunden. Und da ist eine Zecke. Ist mit dem Gimbal verbunden. Ihr seht, Motor habe ich jetzt auf Slow eingeschaltet, Joystick ebenfalls. Und die kalibrieren kann man noch einmal. Und hier unten, auch interessant, in Kontrollmodus gehen. Ihr seht, man kann jetzt hier auch umstellen auf den Videomodus. Dann drücke ich auf OK und nehme dann quasi kann diese GoPro dann wunderbar steuern. Echt toll und zum Beispiel bei Naturaufnahmen nicht schlecht. Wenn man Tiere oder so filmen möchte und man vielleicht nicht ganz in der Nähe bleiben sollte, dann ist das eine wunderbare Sache. Hier kann man auch die verschiedenen Modi einstellen, FPV eben bis zum Verfolgen. 360 Grad kann man die Kamera ja drehen. Ihr seht's. Und dann kann man nach oben beziehungsweise man kann die Kamera natürlich auch neigen. Es ist ein bisschen spartanisch gehalten, optisch gibt sie nicht viel her, aber sie erfüllt ihren Zweck. Finde ich ganz spannend und nett. Ja, mein Fazit ist, ich bin froh, dass ich dieses Gerät habe. Ich kann das, wie gesagt, auch, wenn ich nur eine kleine Tasche mit habe, auch hier so halten, ist für große Hände vielleicht nicht ganz optimal. Deshalb verwende ich meistens diesen Griff dazu. Und kann hier mit beiden Händen arbeiten und habe hier die zweite Hand zum Steuern frei. Also finde ich ganz gut gemacht das Ganze. Das Kalibrieren, wenn man es einmal heraus hat, ist auch kein Problem. Das Motorengeräusch, wenn man es einmal richtig kalibriert hat, dann ist das auch unter Kontrolle zu bringen. Zum Beispiel jetzt hört man das Motorengeräusch. Aber für die 120 Euro, die ich bezahlt habe, ja, da finde ich,
ist das auf alle Fälle das Geld wert. Und ja, bin gespannt, wie lange der Akku haltet. Ich habe ja die Enduro hier in der GoPro Hero 10, damit man nicht alle Viertelstunde hier den Akku wechseln muss. Bisher bin ich ganz zufrieden mit dem Gerät. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können bei einer eventuellen Kaufentscheidung. Wie gesagt, ich habe nichts davon. Ich habe die Kamera, also ich habe nicht nur die Kamera, sondern auch diesen Gimbal alles selbst bezahlt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.